Darf man seine Haare blau oder grün färben? Wie gesagt, das ist nicht erlaubt, ja? Denn das ist eine Sache, die entgegen der gesellschaftlichen Norm spricht. Und all diese Thematiken, die entgegen der gesellschaftlichen Norm sprechen, sind nicht erlaubt. Wenn wir von der gesellschaftlichen Norm sprechen, weil es könnte jemand sagen, okay, aber in Deutschland ist das völlig normal, dass der Mann zum Beispiel seine Haare blau färbt. Es ist vielleicht nicht völlig normal, aber es gibt es. Ja? Wir sagen aber, wir schauen bei diesen gesellschaftlichen Normen auf die Normen in der islamischen Gesellschaft. Ja? Weil ansonsten könnte man kommen und sagen, okay, hier in Deutschland beispielsweise ist es normal, dass der Mann Halsketten trägt und Armbänder. Ja? Das ist völlig normal hier. Ist das jetzt deswegen für den Mann erlaubt? Trotzdem nein. Ja, warum? Weil das in den islamischen Ländern immer noch keine Sache ist, die von rechtschaffenden Leuten vollzogen wird.